Einen herzlichen Gruß aus der Coworking Box, in der Remote Work stattfindet oder auf Deutsch Fernarbeit. Also die Arbeit, die für die sogar White-Collar-Jobs in der Regel gut möglich ist. Wo man also mit einer Internetverbindung und einem Computer, das kann auch ein Smartphone sein, das muss nicht immer ein riesen Laptop sein, eigentlich alle Aufgaben erledigen kann, die man so hat. Und das ist nicht nur in der Pandemie wichtig gewesen, sondern das ist schon seit 10 Jahren etwas, was drastisch wichtiger geworden ist. 91% mehr Fernarbeit haben wir erlebt auf der Welt, in den Ländern, in denen es gemessen wurde. Und die Prognosen zeigen, dass schon in 5 Jahren 75% aller Teams ohne FernarbeiterInnen gar nicht mehr werden produktiv sein können. Schlicht, weil die Arbeitskräfte gar nicht zu finden sein werden in der unmittelbaren Umgebung, so wie wir das von früher kannten. Und das ist doch wunderbar, denn dann können wir unsere Bürostandorte auch verändern, wahrscheinlich verkleinern, sogar Kosten sparen. Wir müssen eine andere IT-Infrastruktur aufbauen, logisch. Und wir müssen natürlich vor allem dann inhaltlich arbeiten, denn FernarbeiterInnen führen sich in den wenigsten Fällen von selbst, sondern da braucht es eben dann auch ganz, ganz viel Kommunikation. Es braucht andere Tools. Es braucht sich ein Einstellen auf diese neue Situation, wo man nicht einfach der Software überlassen kann, sozusagen das Projekt und dessen Fortschritt abzubilden, sondern da muss man dann eben auch mal miteinander reden. Man braucht Stand-up-Meetings, man braucht Check-ins, man braucht eine gewisse Kultur im Umgang mit diesen Software-Tools, damit sie auch gepflegt werden. Aber dann hat man plötzlich als Unternehmen eben auch eine wunderbare Chance, diese dringend erforderlichen ArbeitnehmerInnen in einem viel größeren Pool auch rekrutieren zu können, sowohl im Inland als auch international. Da kommen dann natürlich noch mal Sprachthemen dazu, aber Software bedient sich auf der ganzen Welt eigentlich sehr ähnlich. Ja, und wir machen das bei Gennaker schon seit 2010, kennen uns also ziemlich gut aus. Und wenn ihr Lust habt, können wir natürlich gerne darüber reden. Remote Work befreit uns tatsächlich von ganz vielen Fesseln und schießt uns mit großer Geschwindigkeit ins 21. Jahrhundert. Wer kommt mit?